Endlich geht ein bekannter Anime auf Netflix weiter. Eine beliebte Serie wurde nach Jahren lizenziert und Japan zieht bei einem Anime die Reißleine und stoppt die Produktion. Das alles gleich nach dem Intro. Es ist spät, sehr spät, aber es gab wieder so viele Meldungen, da musste ich mich einfach vor die Kamera setzen und sagen, komm, nimm sie schnell auf für euch, so schnell es geht, ohne viel Vorreden, deswegen machen wir jetzt auch gleich hier zack, zack. Nur vorher gesagt, wenn ich sowas häufiger machen soll, also mich einfach schnell vor die Kamera setzen soll und einfach die Meldungen bum 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 durchgehen soll, dann drücke auf den Like-Button, dann weiß ich, dass es dir gefällt. Und um dann solche Videos nicht zu verpassen, die mir einfach spontan sind, vergiss nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren, dann wirst du die auf gar keinen Fall verpassen. So, legen wir gleich los mit den Anime, die eine Fortsetzung bekommen. Und das ist natürlich immer ein schönes Thema, darüber rede ich gerne. Und ja, da gibt es sehr viele gute Sachen. Legen wir auch gleich los mit einer Hammer-Nachricht und zwar zu Jujutsu Kaisen. Da soll es ja einen Film geben, eine zweite Staffel. Ich gehe mal davon aus, die ist auch in Planung. Die wird es irgendwann geben, wurde noch nicht angekündigt. Aber bei dem Erfolg wäre das wahnsinnig, wenn man da keine zweite Staffel machen würde. Aber es gibt erstmal einen Film. Ähnlich wie bei Demon Slayer wird es einen Film geben. Jujutsu Kaisen Zero heißt der, adaptiert dann Band 0 von Jujutsu Kaisen. Die Manga-Leser wissen Bescheid. Erzählt, glaube ich, so eine Vorgeschichte oder so. Will ich gar nicht so viel da verraten. Will man ja sich nicht spoilern lassen. Aber ja, wir wissen jetzt endlich, wann der erscheint. Und zwar am 24. Dezember, also zu Heiligabend. Dann gibt es den in Japan. Und ja, das deutet auch wieder an, wann der zu uns kommt. Ich würde halbes Jahr später vielleicht rechnen, wenn nicht sogar noch länger, wer weiß. Mal schauen. Ich hoffe, es geht schnell. Aber ja, ein halbes Jahr mindestens würde ich damit rechnen, bis er dann zu uns in die Kinos kommt, wenn überhaupt. Wenn du die Serie noch nicht gesehen hast, schau sie unbedingt an. Gibt es bei Crunchyroll, super schöner Kampf-Anime, sollte man sich gönnen. Und wo wir gerade davon reden, ja, Demon Slayer, da soll es ja auch weitergehen und zwar mit einer zweiten Staffel. Soll die noch 2021 erscheinen? Das ist immer die große Frage. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung. Yahoo hat jetzt nochmal nachgefragt und ja, es wurde noch nicht wirklich bestätigt, dass sie 2021 kommen soll. Es wurde aber auch nicht abgesagt, also dass man jetzt gesagt hat, nee, wir werden sie jetzt doch verschieben. Also wir können aktuell noch damit rechnen, dass sie 2021 startet, wahrscheinlich dann so im Oktober. Es kann aber auch passieren, das gleiche wie bei Mushoku Tensei. Da haben wir auch alle vermutet, ja, die kommt ja bald im Juli und dann wird es auf jeden Fall weitergehen und dann wurde sie noch im letzten Moment verschoben. Ne, wir wissen es nicht. Gerade auch bei der aktuellen Lage, dann gibt es vielleicht wieder einen Lockdown in Japan. Wer weiß, die Produktion wird ein bisschen eingeschränkt. Müssen wir abwarten, aber auf jeden Fall, ich rechne damit spätestens Januar des nächsten Jahres, dann wird es auf jeden Fall weitergehen oder vielleicht schon im Oktober. Wir werden es sehen. Wenn du die Serie noch nichts gesehen hast, gibt es bei Wakanim und Animax Plus. Also schau da auf jeden Fall mal rein oder kauf sie dir auf DVD und Blu-ray. Das geht natürlich auch. Und wo wir gerade von Demon Slayer reden, ich werde immer wieder bei Twitch nach dem Spiel gefragt. Wirst du das zocken? Oh, da freue ich mich schon. Und jetzt wissen wir auch, wann es rauskommt. Und zwar im Oktober 2021. Dauert also noch ein bisschen. Und das ist auch aktuell erstmal nur die japanische Version. Es soll auch eine englische Version geben, dann auch mit englischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln. Wann die jedoch erscheint, wissen wir noch nicht. So, und bevor wir zu den Netflix-News kommen, will ich noch über Violet Evergarden reden. Das passt ja auch so ein bisschen zu den Netflix-News, weil der soll ja der Film zu Netflix kommen. Das wurde ja schon durch einen Eintrag so halb bestätigt. Also da muss man sich anmelden, um diesen Eintrag zu sehen. Aber man kann davon ausgehen, weil das Gleiche nämlich auch bei der Nebengeschichte passiert ist, dass der dann irgendwann zu Netflix kommen wird. Aber ich habe dann ja immer vermutet, oh, der sollte doch eigentlich ins Kino kommen. Und jetzt machen die Kinos wieder auf. Kommt er noch ins Kino? Und scheinbar ist das noch geplant. Also der Publisher plant es noch, den ins Kino zu bringen. Wann genau ist noch nicht bekannt. Ich vermute mal die nächsten Monate spätestens, weil sonst wird es nämlich langsam knapp, weil wenn er dann bei Netflix erschienen ist, geht man dann wirklich noch ins Kino? Weiß ich nicht. Muss man dann halt sehen. Aber ja, wahrscheinlich ich rechne damit so, vielleicht in 2 Monaten wird er dann im Kino laufen. Sonst ist es langsam zu spät. Und wo wir gerade von Kino reden, auch der 24. Detective Conan Film soll ja ins Kino kommen und auch der My Hero Academia Film, also der zweite, auch der soll ins Kino kommen. Geht schon am 22. Juni los, am 24. bei UCI oder am 13. und 20. Juli eben bei Cineplex. Und ja, da wurden jetzt die Kinos bekannt gegeben. Die kann ich jetzt logischerweise nicht alle durchgehen. Da würde ich einfach mal bei der eigenen Kinokette nachschauen. Aber ja, hoffentlich dann auch in deiner Stadt oder in deinem Örtchen. Wäre schön, wenn du ihn dann schauen könntest. Mal gucken, also guck da einfach mal nach. Lohnt sich auf jeden Fall sicherlich die beiden Filme auch auf der großen Leinwand sich anzuschauen. Und ja, irgendwann werden die Anime dann aber auch auf Disc erscheinen, auf DVD und Blu-ray. Und bei Detective Conan ist es jetzt auch bekannt, wann genau er dann auf Disc erscheint. Und zwar am 2. September. Wurde ja mehrmals
damals verschoben der Film immer nach hinten, weil man logischerweise den Film vorher im Kino zeigen wollte und nicht erst auf DVD und Blu-ray rausbringen wollte, weil dann werden die meisten sich sagen, nee, komm, ach Kino, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Aber ja, kommen wir nun zu einer ziemlich, ziemlich guten Serie und zwar Welcome to the NHK und die soll ja endlich auch zu uns kommen. Das ist ja schon etwas länger bekannt, jetzt wissen wir aber auch, wann es genau losgeht und zwar ab August 2021. Wir müssen also nicht mehr so lange warten, endlich wissen wir, wann genau es losgeht und ich freue mich auf diese Serie schon sehr. Also wer es nicht weiß, es geht bei der Serie um ein Hikikomori. Was ist ein Hikikomori? Ein Hikikomori ist jemand, der sich zu Hause einschließt, der also vielleicht nur noch kurz in den Supermarkt geht, sich schnell was holt und dann schnell wieder zurückgeht, meistens auch keinen Job hat oder den dann halt von zu Hause macht. Und ja, das ist halt ein Hikikomori und sowas gibt es halt in Japan ziemlich häufig und darüber handelt halt die Serie. Also wer mal so eine etwas dramatische und realistische Serie sich anschauen will, sollte sich den auf jeden Fall geben. Ab August erscheint er dann auf Disc. Ich hoffe auch irgendwann im Stream, wäre super, aber aktuell gibt es dazu noch keine Ankündigung. Und die nächste Serie wurde lizenziert, wo sich viele Leute drüber freuen und zwar Sekaiichi Hatsukoi. Besonders die Boys Love Freunde oder Womans Freunde, die werden sich darüber freuen. Ich habe ja vor kurzem auch darüber berichtet, dass sich Kase Junjo Romantica gesichert hat. Die Vorgängerserie in Anführungsstrichen spielt im selben Universum. Die Charaktere hier und da begegnen sich auch mal, ist ganz nett, die Andeutungen. Aber ja, Sekaiichi Hatsukoi ist deutlich neuer, sieht auch ein bisschen besser aus. Ja, wer sich so ein bisschen stört an den etwas veralteten Animationen von Junjo Romantica, sollte auf jeden Fall in Sekaiichi Hatsukoi reinschauen. Wie gesagt, die Serien, man muss sie nicht vorher gesehen haben. Junjo Romantica ist ganz nett für die Anspielungen, aber muss nicht sein. Wann jedoch die Serie rauskommt, ist noch nicht bekannt. Also das wissen wir nicht. Es wurden die zwei Staffeln und den Film lizenziert. Wann es jedoch genau losgeht, wissen wir noch nicht. Kommen wir jetzt aber nun zu Netflix und der Anbieter hat mal wieder angekündigt, also rausgehauen, wer weiß wie, also Netflix haut jetzt gerade, die geben richtig Gas aus irgendwelchen Gründen, aber ja, ist ja auch vernünftig, ist ja auch super und zwar einmal Infos gibt es zu The Witcher und nein, nicht die Realserie, darüber reden wir nicht, sondern es soll ja einen Anime-Film geben von einem südkoreanischen Studio, bin ich auf jeden Fall gespannt, da gibt es jetzt neue Infos und zwar soll der sich auf Wesemirs Vergangenheit fokussieren, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von The Witcher, aber wenn jemand jetzt sagt, Wesemirs Vergangenheit, boah, da bin ich jetzt auf jeden Fall interessiert dran, der sollte sich darauf freuen. Wann es genau losgeht mit dem Film, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Machen wir gleich weiter mit einer ganz, ganz besonderen Serie und zwar Thermae Romae Novae. Da geht es um einen Römer und der interessiert sich für die Badekultur und plötzlich wird der nach Japan transportiert, also von Rom, zack, nach Japan und ja, da guckt er halt da, logischerweise, wir kennen es ja alle, Onsen und sowas, da gibt es ja ganz viele Sachen. Ist, glaube ich, ein ganz besonderer Anime, ist so das typische wahrscheinlich. Wenn man den Humor feiert, wird man die Serie mögen. Wenn nicht, dann nicht. Und jetzt wurde aber halt bekannt, dass der noch dieses Jahr erscheinen soll. Wann genau ist auch hier nicht bekannt. Ich rechne mal so mit Oktober, November, Dezember. Ungefähr so da. Mal schauen. Machen wir weiter mit Super Crooks. Und ja, Netflix gibt halt wirklich Gas. Kündigt Anime nach Anime nach Anime an. Und das ist ein Mystery-Comic, wo es dann um, ja, einen Kleinganoven geht, der halt nochmal seine alte Crew scheinbar zusammentrommelt, nochmal für den letzten Raubzug jetzt, bevor er dann in Rente geht. Und dieser Anime wird von Studio Bones animiert. Das könnte auf jeden Fall cool werden, also das My Hero Academia Studio geht, glaube ich, auch in so eine ähnliche Richtung, kann ich mir vorstellen, wie Blood Blockade Battlefront. Mal schauen, wie das wird. Wann er genau rauskommt, wieder mal nicht klar, aber ja. Und machen wir weiter mit der nächsten Eigenproduktion und zwar Grimms Märchen soll animiert werden und zwar von Studio Wit, dem Attack on Titan Studio und die sind ja gerade durch Vivi auch wieder in aller Munde, also die können es auf jeden Fall und dann arbeitet noch Clamp mit. Also die machen dann scheinbar das Charakterdesign und ja, das passt auf jeden Fall perfekt. Die sind ja zuständig zum Beispiel für Cardcaptor Sakura oder auch für das Charakterdesign von Kokis. Haben also ein relativ eigenwilliges Charakterdesign, aber ich finde, das passt perfekt. Freue ich mich schon sehr drauf. Also das kann auf jeden Fall was werden. Das soll auch ein bisschen spannender gemacht werden, ein bisschen mit Horrorelemente so angedickt werden. Mal gucken, was das wird. Natürlich das Typische. Wann genau, wissen wir noch nicht. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ein Visual gibt es auch schon. Mal schauen. Freue ich mich. Und kommen wir jetzt zu einer sehr, sehr beliebten Serie und zwar Beastars. Und dieses Alltagsdrama geht endlich weiter. Da lief der Anime ja schon, also Staffel 2, von Januar bis März in Japan und wir haben gewartet. Wann kommt er endlich zu uns, Netflix? Wann? Und jetzt wurden wir erhört, am 15. Juli soll er dann zu uns kommen. Endlich. Dann auch mit deutscher Synchro. Logischerweise. Also ja, für alle Beastars-Fans auf jeden Fall. Die freuen sich schon. Die werden jetzt gleich ausrasten. So ist es nun mal. Und kommen wir jetzt zu dem Highlight, in Anführungsstrichen. Eher Lowlight. Aber ja, da wollte ich unbedingt mal drüber berichten. Und zwar wurde der Disco
Release zu Blue Reflection Way abgesagt. Und wer sich jetzt denkt, Blue Reflection Way, was ist das nochmal? Ist ein Dark Magical Girl Anime, der aktuell läuft bei Wakanim. Und ehrlich gesagt muss man da nicht reinschauen. Und scheinbar haben sich das auch die Japaner gedacht und deswegen wurde wahrscheinlich der Disco-Release jetzt abgesagt, weil die Einschaltquoten im Fernsehen so gering sind, vielleicht die Vorbestellungen auch so gering, dass man sich gesagt hat, nee, das canceln wir. Und das kommt fast nicht vor. Also das ist schon relativ ungewöhnlich, dass sowas dann abgesagt wird, weil meistens findet man irgendwie eine kleine Zielgruppe, die dann so ein paar Blu-ray-Disc auf jeden Fall kaufen wird. Aber ja, hier wurde er scheinbar abgesagt und wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass er nicht so beliebt ist. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Über welche News hast du dich am meisten gefreut? Schreib es doch gerne in die Kommentare. Für noch mehr News zu Netflix und allgemein Anime-News, klicke auf das Video oben rechts. Und für noch mehr Anime-Toplisten, wo ich dir einfach Anime empfehle, klicke auf das Video oben links. Vergiss natürlich nicht zu liken und schreib den Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Du kennst das Spiel. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!